Hallo Zolti hier, herzlich willkommen zu meinem persönlichen Vergleichstest der Top-Reise-Enduros von BMW, die R1250 GS und die Bugatti Multistrada V4S. Deutsche Ingenieurskunst gegen italienische Emotionen. Jo, starten wir gleich mit dem Walkaround. Ja, ihr seht, es sind natürlich typenähnliche Maschinen. Ich habe es bei den einzelnen Videos, bei den Testfahrten schon gesagt. Für mich als Naked-Bike-Fahrer ist das ein bisschen ungewohnt. Man sieht nichts von der Straße. Aber beide Maschinen, finde ich, sehen super gut aus. Auf der einen Seite der bewährte 2-Zylinder-Viertakt-Boxermotor bei BMW gegen die neu entwickelte V4-Zylinder Gran Turismo. Auffallend ist der große Unterschied bei den PS-Zahlen. Das spürt man auch ein bisschen. Hingegen bei den Newtonmeter ist die BMW stärker. Bremsen packen beide hervorragend zu. Brembo kenne ich jetzt auch bei meiner Street Fighter. Finde das hervorragende Bremsen, aber die BMW ist da genauso gut unterwegs, tun genau das, was sie müssen und geben dir eine gute Sicherheit. Leider im Gelände natürlich nicht ausprobiert, das wäre dann sicher noch mal spannend zu sehen, wie sich das dann dort verhält. So, die Federung, nicht ganz fair jetzt hier dieser Vergleich, weil bei der Bugatti das schon elektronisch gemacht werden kann, das muss man bei BMW Zubehör dazu kaufen, dann macht man das auch elektronisch, aber die Federungen funktionieren beide hervorragend, schön präzise, kurvenfreudig. BMW hat mich überrascht mit diesem Federbein, das im Chassis angemacht ist, das ist ein bisschen anderes Fahrverhalten, aber es funktioniert hier wirklich tadellos. Jo, das so ein bisschen die technischen Vergleiche dazu. Ich denke, es kommt aber darauf an, wie fühle ich mich auf der Maschine. Ja, all die elektronischen Helferlein zum Trotze, am Ende musst du auf die Maschine steigen und dich wohlfühlen. Und das ist hier bei der GS definitiv der Fall. Eine super bequeme, aufrechte Sitzposition. Ein sehr angenehmer Kniestand, also hier kannst du wirklich tausende von Kilometern machen, wirst wahrscheinlich nie müde, könnte ich bei meinen Street Fighter natürlich nie. Eine straffe Sitzbank, ich finde auch hier der breite Lenker sehr angenehm, mit all den Bedienelementen drauf, da muss man sich zuerst ein bisschen reinarbeiten, ist aber dann intuitiv zu bedienen. Das Display, das habe ich schon mehrfach erwähnt, eines der besten bei BMW. Sehr gut ablesbar, alle Informationen verfügbar. Ja, und dann kommt dieser Motor, obwohl der weniger PS zur Verfügung hat als die Multistrada, muss ich aber sagen, hat mir der Motor total Spaß gemacht. Er ist durchzugsstark, auch in der Kurve, wenn du Gas gibst, das ist wirklich ein ganz geiles Gefühl, wie die nach vorne zieht. Dieser Boxermotor natürlich schon seit Jahren erprobt, ein super Quickshifter, wie ich finde, also das hat wirklich super funktioniert, hat auch eine ganz angenehme Klangkulisse, gibt einem ein wirklich tolles Fahrgefühl. Das Fahrwerk auch top, inklusive der Bremsen, aber zum Fahrwerk nochmals dieses Federbein vorne, was am Chassis angemacht ist, das hat mich wirklich überrascht. Ich hatte zuerst Angst, ich falle um in der Kurve, aber es ist wirklich ein anderes Verhalten. Du gehst ja nicht so nach vorne runter, sondern das bleibt stabil und du kannst entsprechend die Kurve nehmen. Also auf jeden Fall ein stimmiges Bike und hat mir persönlich sehr, sehr gut entsprochen. Meine Eindrücke auf der Multistrada, ja, Bella Italia voller Emotionen, das ist Bugatti. Aber fangen wir an bei der Sitzposition, auch hier muss ich sagen, eine sehr angenehme Sitzposition, schön aufrecht, auch schön hoch oben. Die Sitzbank finde ich etwas weicher gestaltet hier als auf der BMW, aber ich denke auch hier tausende von Kilometern möglich.
ohne da groß Beschwerden zu bekommen. Auch hier ein breiter Lenker, man sieht es so ein bisschen im Vergleich zu BMW, ein bisschen zierlicher alles gestaltet, aber die ganzen Bedienelemente auch hier mit drauf. Ich finde, Ducati hat das zweitbeste Display auf dem Markt, das ist auch schön groß. Die Informationen sehr, sehr gut ablesbar, auch diese ganzen Connectivity-Möglichkeiten sind vorhanden, funktioniert hervorragend. Ja, der Motor, ein neu entwickelter V4-Zylinder. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass der noch ein bisschen spritziger ist als bei der BMW. Das würde ja auch die PS-Zahl eigentlich erklären. Hat auch eine sehr angenehme Klangkulisse. Was ich bei der Multistrada super finde, ist auch die Motorenbremse. Die kann man hier auch einstellen, wie stark die sein soll. Das ist wirklich, wirklich, wirklich top. Die Bremsen funktionieren super, eine Brembo, ja, da kann ich nichts meckern, und das elektronische Fahrwerk ist top, präzise, also ja, schwierig. Also ich würde es vielleicht so bezeichnen, die BMW ist ein bisschen die Arbeiterin und die Ducati so ein bisschen das sportlichere Bike, aber hat auch super Spaß gemacht. So, jetzt diesen Vergleich hier nicht falsch verstehen, eigentlich ist es kein Vergleich, sondern das sind halt einfach diese Serienausstattungen, die bei den jeweiligen Modellen dabei sind. Das ist eigentlich ganz fair, ich habe jetzt eine V4S bei der Ducati gegenüber einer BMW, die halt sehr viel in den Sonderausstattungen dann dazu kommt, und bei der Ducati müsste man dann halt auf eine normale V4 gehen. Hätte man da die Vergleiche. Aber grundsätzlich fällt natürlich einem sofort auf, dass die Ducati halt in diese V4S schon viel mehr dazu gepackt hat, was man aber bei der BMW entsprechend halt in diesem Sonderzubehör dann noch entsprechend konfigurieren kann. Aber ihr könnt gewiss sein, die Pakete, die da dabei sind, die erfüllen alles, was man sich da nur wünschen kann. Ich möchte aber nichtsdestotrotz fairerweise jetzt diese Sonderausstattung bei der BMW doch nochmals aufzeigen, weil ich muss schon sagen, wenn man natürlich all das da hineinpackt, dann glaube ich, hast du dann so den Gleichstand mit der Ducati erreicht oder sogar wahrscheinlich noch ein bisschen besser unterwegs dann mit der BMW. Ja, das ist auch so ein bisschen die Krux, ich habe es schon im Video erklärt gehabt. Du kaufst eine BMW, da ist ein Standard dabei, und dann geht es los mit den Sonderausstattungen, und dann gibt es ja noch mal einen Zubehörkatalog dazu. Also nehmt euch da ein bisschen Zeit, um das dann mit dem Verkäufer da genau abzusprechen. Aber wenn man das alles dabei hat, dann ein Top-Bike. Technisch gesehen sind beide Bikes auf einem Top-Niveau. Haben mir beide super Spaß gemacht zu fahren. Wenn ich mich entscheiden müsste, das ist meine persönliche Entscheidung, ich würde mich für die BMW R1250 GS entscheiden. Das Gesamtpaket hat mir am besten gefallen. So, das war mein persönlicher Vergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir sowieso. Bitte lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Tschüss!